Vor 160 Jahren wurde die Bundesfestung Ulm erbaut und damals sah sie natürlich noch makellos und sauber, handwerklich perfekt gestaltet und architektonisch vollendet aus. Seither ist viel geschehen, viele Anlagen wurden abgebrochen und was noch erhalten ist, steht natürlich unter Denkmalschutz, doch es läuft immer in Gefahr, verdeckt zu werden von so allerhand Grünzeug. Dieses Zeug zu entfernen, ist natürlich leichter gesagt als getan, denn einfaches Herunterreißen und flächenhaftes Abnehmen geht nicht. Das Efeu ist verwurzelt bis in die Tiefen des Mauerwerks und muss mühsam mit dem einen oder anderen Klappspaten, Spezialwerkzeug oder sogar mit Brecheisen entfernt werden. Das ist Knochenarbeit und so muss dem Efeu das Bauwerk mühsamst wieder entrissen werden. Stellenweise ist das Efeu so dicht und so dick gewachsen, dass es aus den Fugen förmlich herausgeschält, herausgeholt werden muss. Es ist die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt der Mauern, dass die Wurzeln nicht in die Fugen dieses schönen Zyklopmauerwerks eindringen, dass man das wieder herausschneidet oder sogar mit der Motorsäge von außen abschälen muss, weil man mit anderen Methoden gar nicht mehr der Sache Herr wird. Alles, was irgendwie im Mauerwerk wurzelt, zerstört dieses über kurz oder lang und muss entfernt werden. Dabei ist es natürlich auch nötig, sich diese riesigen Mauerflächen von unten bis oben bis zu 11 Meter hoch insgesamt vorzunehmen. Dafür benötigt man ein teures Hubsteigergerät und natürlich auch schwindelfreie Leute, die dort oben auf den Mauerkronen arbeiten. Eine solche Mauerkrone gehört eigentlich mit Ziegeldächern bedeckt. Wenn Efeu drauf wächst, muss er zunächst mal runtergeschnitten werden und als Voraussetzung dann eben die ganze Mauerkrone freigemacht werden, damit die Mauer erhalten werden kann. Ein Hubsteiger ist gut, zwei sind besser und noch mehr Leute, die hier ehrenamtlich arbeiten, erst recht. Es ist eine mühsame Knochenarbeit, hier stundenweise, quadratmeterweise die Mauern zu retten. Das Zeug muss natürlich auch abtransportiert und letztendlich entsorgt werden. Das sind große Mengen, die hier anfallen. Keineswegs ist es mit dem Efeu getan. Es gibt viele andere Probleme in der Bundesfestung auch. Bewuchs, wo er nicht hingehört, Farbe, wo sie nicht sein sollte und natürlich Müll.